Donny, Donny, Donny Boy. Ich will an den großen Kampf teilnehmen. Du hast meine Profikarte gesehen. Ich bin bereit. Sehr gut. Geh in die Muckibude und bereite dich vor. Was? Leider hast du dir auf dem Heimweg das Bein gebrochen? Gebrochenes Bein. Du musst eine Krücke kaufen. Deine Beine zu trainieren ist daher weniger wirksam. Was? Hey, Großer, ich habe gehört, du hast den großen Kampf und kannst mit deinen Beinen nicht teilnehmen. Ja, und ich muss mein Schicksal hängt davon ab. Ich muss dort sein, wirklich, okay. Na, kann ich für dich kämpfen, Großer? Ich kann das, weißt du. Du bekommst das Ding von Don und ich werd berühmt. Ich, was, Roy? Also bis morgen, Großer, ich werd da sein. Alter, Roy, willst du mich verarschen? Roy ist scheiße. Oh nein, gegen Sengif hat keiner eine Chance. Oh, Ivan-Gif war unaufhaltsam. Nein, ich hab enttäuscht. Das ist in Ordnung, bleib ruhig. Bleib ruhig. Roy. Oh nein. Roy ist tot, die Medaille ist auf dem Weg nach Russland. Ja, du musst Medaillen zurückholen. Flieg nach Russland und besiege Ivangriff. Ein alter Freund von mir lebt dort, er wird dir helfen. Alter, wenn das noch nicht von Rocky geklaut ist. Ist ja geil. Alter, nach Russland? Was ist jetzt los? LOL! Ich habe ewig auf dich gewartet! Du hast dir richtig gezeigt. Ich kann kein Russisch, nicht mal annähernd. Es ist ein Wunder, dass ich deine Hütte überhaupt erreicht habe. Alter, das gibt's ja gar nicht. Ja, so schwer ist sie auch wieder nicht zu finden. Was ist denn? Mick hat mir gesagt, du seist hier, um Ivangriff zu besiegen. Ich habe keine Ahnung, wie du das anstellen willst. Ich muss ihn besiegen und die Medaille meines Vaters zurückbekommen. Ja, eigentlich gehört die Medaille nicht deinem Vater, ne? Er musste sie nur beschützen und wegen dir und deinem Bruder war er zu schwach dazu. Wovon redest du da? Ich habe schon zu viel gesagt. Du musst beweisen, dass du bereit bist, die Medaille zu tragen. Und dann erzähle ich dir die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Ich hoffe nur, dass du mit der Medaille besser umzugehen vermagst als dein Vater. Ich bin bereit. Also gut, um dich zu beweisen, musst du die örtlichen Kämpfer besiegen. Du kannst draußen trainieren. Essen und Erholung gibt es hier drin. Wenn du bereit bist, komm zu mir und gib mir Bescheid. Alter, what the fuck geht denn jetzt ab? What the fuck? Auf einmal sind wir in Russland? Ehrlich? Ist das geil. Ist das geil. Ist das geil, Mann. What the fuck? Okay, aber die Story ist total von Rocky, ne? Rocky Teil... Was ist denn das? 4, 5? Keine Ahnung. Ne, Teil 3 oder 4. Irgendeins von beiden, weiß ich nicht. Ich glaube, das war die 3, glaube ich. Wo Rocky ist Meister und dann kommt halt dieser Ivangov und dann tötet er nämlich Apollo. Ne, warte. Apollo war ja noch am Leben bei Teil 3. Also muss es Teil 4 gewesen sein. Und dann tötet er Apollo. Ich will jetzt nicht spoilern, aber jeder müsste Rocky geguckt haben. Alter, wer hat noch Rocky nicht geguckt? Gibt's keinen Spoiler. Und dann fliegen wir auch hier hin, um den zu rächen. Ey, so geil. Nice, Mann. Gefällt mir. Da ist eine AK. Ist das geil. Was ist denn hier? Da kann man pennen, glaube ich, ne? Ja. War ein bisschen blöd, jetzt da rein hinzugehen, sinnlos. Was ist das? Ofen. Komischer Ort wird zum Kochen und Schlafen gebraucht. Eine scharfe rote Suppe, Fleisch und Gemüse. Pioski, Teig draußen, Fleisch innen. Oh, lecker. Ich habe gerade so viel Hunger, weißt du? Dann kommt die mit sowas. Ah. Dann geht's raus. Hier ist Story. Ich wollte mal gucken, ob bei Adrian noch irgendwas gibt. Nö, die ist fertig. Alter, wo sind wir denn? Wir sind hier hinten schon. Hä, entfernte Länder, ich glaube... Wieso sind wir nicht hier hinten? Hier gibt's auch noch mal was mit Gangster. Hey, hier gibt's noch irgendwas Geiles. Shit. Hier ist auch noch mal was. Achso, das hat bestimmt was mit Gabe zu tun. Ja, geil, Mann. Na gut. Dann lasst uns mal trainieren. Wir müssen stärker werden. Ey, ist das geil. Ich finde das richtig geil gerade. Oh, ist das nice. Und das ist bestimmt auch sehr effektiv wahrscheinlich hier zu trainieren. Aber das Essen ist ja... Was ist denn, wenn das Essen leer ist?
Komm, wir hauen noch mal hier gegen Baum. Guck mal, richtig Oldschool-Training. Komm, gegen Baum kloppen. Oh, nice. Oh, ist das geil. Oh, ich liebe das Spiel. Ist das geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch andere Locations sehen. Ich dachte echt, wir machen das Spiel, dann ist fertig. Aber das Spiel überrascht immer wieder. Es überrascht immer wieder. Krass, Mann. Hey, wir müssen ein bisschen sägen. Sägen bringt auch viel. Sieg, Sieg. Anstehende Kämpfe? Gar keine. Wie lange soll ich denn hier trainieren? Was ist denn das da gewesen gerade? Hier war gerade so ein... Da ist er wieder. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich möchte was essen. Ich habe Hunger. Lass uns mal was essen hier. 40. Ist gut. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, auf was trainiere ich denn jetzt überhaupt? Mehr Stärke vielleicht. Hier, komm, Holzhacken auch mal drauf machen. Das macht doch irgendwie alles möglich, aber nur nicht die Stärke hoch. Warum macht das keine Stärke? Okay, Stärke gibt es anscheinend wirklich nur beim Klimmzügen. Was ist ein Hase? Oh, ist das süß! Das ist ein Hase! Oh, jetzt abgehauen. Ein Schneehase. Hey, es gibt auch keine Stärke. What the fuck? Wo ist die Stärke? Gib mi Stärke. 7 Geschick. Why not? Why not? Wir müssen halt stark sein gegen Zenkiv. Ich meine natürlich gegen Ignaknov müssen wir gut sein. Ich habe nur keine Ahnung, weil es sind ja keine Kämpfe irgendwie anstehend und so. Aber Stärke kriegt man eh nie hoch. Kannst du vergessen. Vielleicht sägen, wie ich will. Es geht nicht hoch. Geschick soll mal wieder auf 7 gehen. Und dann quatschen wir mal mit dem Typen. Vielleicht bringt das ja was. Oder wir müssen hier wirklich die ganze Zeit trainieren, bis das Essen der Quelle ist. Wir kloppen gegen den Baum. Das bringt so viel Geschick. Ey, irgendwann klopp ich den nieder, den Baum. Ich klopp ihn nieder. Gleich haben wir wieder Hunger. Ja, wir gehen mal wieder russisch essen. Yum, 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 lecker, lecker. Was gibt's denn heute Leckeres? Mal gucken. Ja, Wurst ist immer da. Da, wie viel gibt's denn hier? Ist ja voll krass. Ein Haufen fressen. So. Wir gehen wieder trainieren. Und zwar hier in der Nähe auf dem Baum haben wir ja schon. Dann hacken wir hier mal wieder ein bisschen rum. Hacki, hack. Mein Bein ist außerdem verletzt. Ach, scheiße, Mann. Wir wollten den Don doch beweisen, wie gut wir sind. Weißt du? Das hätten wir schaffen können. Und dann kommt Roy, Alter. Roy ist so schwach. Roy ist so fucking schwach, Mann. Wir klatschen den täglich, ja? Fast schon täglich aufs Maul. Und der denkt so, ey, komm, du weißt doch, wie gut ich bin. Lass mich doch antreten. Ach, Roy. Es war ja schon niedlich von ihm, ne? War schon irgendwie niedlich. Weißt du, in der Amateurliga ganz weit unten, ja, aber dann noch Profiliga kämpfen wollen. Ja, Klimmzüge sind immer was Feines. Wir sägen noch ein bisschen. Komm, ein bisschen sägen. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich würde das gerne auf 10 noch kriegen, die Ausdauer. Aber was soll's, machen wir es mal so. Wir müssen ja eh gleich nochmal pennen gehen, weil das Essen kriegt keine Energie. Gehen wir jetzt mal ein bisschen schlafen. Weil die Hütte sieht, glaube ich, auch genauso aus, ne? Die sieht auch genauso aus, die Hütte. Hä, ich glaube echt, dass der immer wieder das Essen nachlegt. Das ist ja voll geil. Wie lange kann man denn jetzt hier trainieren? Wahrscheinlich so lange, bis man den Typen anquatscht. Aber trainieren ohne Verpflichtung ist doch geil. Wir haben jetzt unendlich viel Zeit, hier zu trainieren. Zumindest wirkt das momentan so, als hätte ich unendlich viel Zeit. So. Wir essen ein bisschen leckeres Lecker. Essen. Alles voll. Lalalala. Trainieren. Das müssen wir nutzen, die Zeit. Oh, wir sind jetzt gar nicht mehr kaputt. Nice. Ausdauer geht jetzt bestimmt schneller hoch. Ich will die Ausdauer auf 10 kriegen. Das gibt's ja gar nicht. Aber haben wir alles fast ausgeglichen. Das ist doof. Ist nicht gut. Alles ausgleichen ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Mal gucken. Yeah, Stärke. Ich mach die Stärke hoch. Ich säge hier ab. Alter, das gibt's gar nicht. Die Stärke kriegst du nicht hoch. So viel, wie du verlierst. Du verlierst so viel pro Tag. Du kannst ja hier nicht gezielt die Stärke trainieren, außer bei dem Ding hier.
fast schon Verschwendung hier zu trainieren. Ey, da hinten läuft einer rum mit einem Gewehr. What the fuck? Was ist mit dir los? Lol. Da hinten, der... Hey, Leute, ist doch noch ein Bär verfolgt. Die Krise. Ja, wenn ich mit einem Bär anlegst, ne? Ich muss die örtlichen Kämpfer besiegen, ja? Örtliche Kämpfer? Ich glaube, also das hat Rocky nicht gemacht. Örtliche Kämpfer besiegen, das ist Schwachsinn. Aber ich werde die besiegen, Leute. Ich mache die fertig. Wenn wir das hier auf 10 gekriegt haben, ich hoffe mal, dass wir das noch schaffen, dann besiegen wir die örtlichen Kämpfer. Okay, das machen wir. Wieso kann ich das hier nicht benutzen? So mit Schlitten so hinterherziehen, dann es geht doch schön auf Ausdauer, oder nicht? Ja doch, wir haben mehr gewonnen als verloren, aber die Hälfte verloren. Hä, das ist aber auch wieder mehr verloren. Krass, Alter, das kriegt man nie hoch. Wie haben die sich das vorgestellt, Mann? Ich glaube, wir werden einfach so kämpfen. 7, 9, 13, das geht auch. Das werden wir einfach so machen. Komm, wir quatschen mal mit dem, mit Ivan. Ich bin bereit zum Kämpfen. Okay, wenn du glaubst, dass du bereit bist... Dein erster Gegner ist ein Freund von mir. Eigentlich ist er gar kein Kämpfer, er ist ein Dichter. Oha, ein Dichter. 888. Ein Dichter. Okay. Quälende Schläge haben wir drin. Reduziert das Geschick. Ne, der hat 8 Geschick. Passt schon. Du solltest dein Talent wählen. Hä? Moment mal, ich hab... Hä, wieso habe ich denn noch ein freies Talent? Was? Hä? Wann haben wir das denn gekriegt? Ist natürlich geil. Entweder wir machen noch einen geilen Schlag rein. Hoher Schlag. Close Line. Wir können den kräftigen Kinnhaken mit reinklatschen. So. Dann können wir Lungenschläge machen. Yeah, komm, hau rein da. Yeah, immer schön reinkloppen. Yeah, komm schon. Yeah, 43. Ein Dichter, Alter. Wieso muss ich gegen Dichter kämpfen? Yeah. Noch ein Schlag, dann ist er down. Russische Kämpfer. Easy. 7 Punkte bekommen. Nice. Das war ein guter Kampf. Er war in meiner Fersen weiter. Was? Er wird in meinen Fersen weiterleben. In meinen Fersen? Ja, okay. Wie viele Kampf? Man kann unendlich trainieren. Das ist voll geil. Was ist hier los? Das geht natürlich mal ein bisschen trainieren noch. Weil wir haben ja mitgekriegt, es hat nicht so viel gebracht. Oh. Ach, komm, wir kämpfen gegen die anderen auch noch. Komm. Krieg mal hin. Ich bin bereit. Dein Gegner ist in ein paar Tagen bereit. Oh. Okay, das heißt, wir müssen doch noch trainieren. Die Zeit muss ja irgendwie umgebracht werden. Wir machen Klimmzüge. Ich dachte, er kloppt da irgendwie drauf, weißt du, mit so einem Teppichklopfer da draufkloppen. Wäre doch cooler gewesen. Aber das hier hätte ich doch mit eingebunden irgendwie. Bei mir hätte er loslaufen können. Dann wäre er drüben wieder angekommen oder sowas. Wäre auch geil. Oder hätte einfach versucht, es zu ziehen. Hätte es aber nicht geschafft. Wieso geht denn das Geschick so krass hoch? Kacke, Mann. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir schon 8 Geschick. Ja, aber ich glaube, ausgeglichen sein kann auch nicht so schwer. Kann auch nicht so schlimm sein, glaube ich. Jetzt müssen wir noch den Weg des Tigers gehen, damit wir das auch noch auf 8 lassen können. Das kriegt man nie auf 10. Ausdauer kriegt man nie auf 10. Kannst du vergessen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Ein bisschen Holz hacken. Das tut immer gut. Habe ich noch was zu trinken? Yeah! Dumm, 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 dumm. Dim. Mal wieder mal fast im Takt immer da drauf haut, ne? Wir essen noch ein bisschen was. Komm, wir essen mal hier ein bisschen Pure Schoki. Da haben wir 16 Stück drin. Oh, lecker. Ich kann gleich aufhören zu essen. Yum, 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 yum. Weiter geht's. Wir müssen trainieren. Ah, das ist doof. Das ist nicht mehr gut. Das ist nicht effizient. Aber irgendwo muss die Zeit ja hin. Ja, irgendwo... Ja. Dann sieht man noch ein bisschen. Da hinten, der rennt schon wieder vom Bären weg. Why not? So, die Ausdauer will ich auf 10 haben. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ah, kriegt man nie hin, weil das immer gleich wieder runterrutscht. Bis zum geht nicht mehr. Komm, wir gucken mal, ob wir kämpfen können. Ich hätte gerne den nächsten Gegner. Hey, Ivan.
Ich bin bereit zu kämpfen. Mein Gegner ist bereit. Dein Gegner ist bald bereit. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Tut mir leid, Ivan. Mein Gehör ist nicht mehr das Beste, seitdem ich ein paar Schläge auf die Kopf bekommen habe. Auf die Kopf. Ah, komm schon, wir kriegen es hin. Gleich essen wir noch was Feines, was lecker Russisches. Weißt du? Innen, also Teig draußen, Fleisch innen. Lecker. Trainieren. Ach, hier, komm, den Baum. Den haben wir schon lange nicht mehr malträtiert. Boom. Bam, boom, bam, bam. Bam, boom, boom, bam, bam. Mal gucken, ob wir unser 8 verlieren. Bei Geschick 8, ob wir das verlieren. Ich hoffe noch nicht. Der Tag, der ist ja gleich zu Ende. Ah, haben wir verloren. Aber gleich wieder gewonnen. Wir hauen noch ein paar Mal drauf, dann haben wir es wieder. Jetzt machen wir einen Kampf. Jetzt machen wir einen fetten Kampf. Na komm schon, ein blaues noch. Ja, noch ein blaues vielleicht. Mist. Komm, ich will noch ein blaues haben. Geht doch. So, jetzt machen wir einen Kampf, Leute. Der nächste Russe ist fällig. Ivan, ich bin bereit fürs Kämpfen. Okay, wenn du glaubst, dass du bereit bist. Dein zweiter Gegner ist ein Freund von mir. Eigentlich ist er gar kein Kämpfer, er ist ein Philosoph. Was ist denn hier los? Dichter, Philosoph? Oh! What the fuck hat denn der da für Geschicklichkeit? Oh Gott! Oh mein fucking Gott, der erinnert mich an unser Endkampf. Der hat ja auch so viel Geschicklichkeit. Warte mal, gegen Geschicklichkeit haben wir das hier. Haben wir vielleicht noch was gegen Geschicklichkeit? Das wäre witzig. Nee, leider nicht. Egal, wir hauen mal. Wir haben noch andere Sachen. Ich muss mal kurz gucken hier. Hoher Schlag macht 15. 22, was haben wir hier? 22. Na, austauschen können wir ja schlecht, was? Also hauen wir jetzt einfach mal drauf. Komm schon. Ah, also die erstmal treffen. Das wird echt ein, das ist echt ein schwerer Kampf. Boah, fuck. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir haben zu viel Ausdauer jetzt. Oh Gott. Jo, endlich einmal getroffen. Einmal. Das kannst du vergessen. Boah. Wir können nur Glück haben. Mit Glück kann man gewinnen. Aber wir haben keins. Scheiße. Kacka. Aber wir kriegen trotzdem Punkte. LOL. Ja, vielleicht unterschätzt du mein nächstes Mal den Gegner nicht. Ja, ich habe ihn unterschätzt. Tut mir leid. Ich geb's ja zu. Hey, gibt's doch kein Leben dazu. Ist ja kacke. Das heißt, ich muss pennen. Dann geht ja das Geschick wieder runter. Ja, können wir auch wieder trainieren. Ich will die Ausdauer mal hochkriegen. Kann doch nicht sein. Ja, aber es ist krass. Wir müssen jetzt echt die ganze Zeit trainieren, bis wir das schaffen, ne? Wir können nicht mit Adrian flirten. Ja, wir können auch der kein Geschenk kaufen, was ich so gern gemacht habe. Wir können nicht Reu auf die Fresse hauen. Habe ich auch gern gemacht. Was ist mit den Ultimate Fights, Mann? Da will ich auch noch ein bisschen vorankommen. Alles kacke jetzt hier. Wir müssen den Russen besiegen. Versuchen wir das mal auf 10 zu bringen. Wobei ich nicht weiß. Energieregeneration. Höhe die Treffsicherheit. Vielleicht müssen wir das echt hochdrücken, einfach wie blöde. Naja, da trainieren wir halt wie bekloppt. Krieg mal hin. Düdü. Habe ich hier noch was in meiner Flasche? Nee. Ja, dann trinken wir halt hier noch was. Tut mir leid, der Vollassi aus der Flasche. Aber. Hält das aber ganz schön lange durch hier. Da ist eh nur Stärke fast. Lass mal einfach aus. Stärke kriegt man nie hoch. So schnell wie das wieder runterrutscht, kannst du vergessen. Ach, lecker. Wirklich gar köstlich. Das habe ich jetzt einfach mal gebraucht. Okay, anstehende Kämpfe. Ja. Das geht einfach nicht hoch. Was ist denn das? Wo geht das nicht hoch? Das muss doch irgendwie eine Chance geben, das auf 10 hochzukriegen. Also das Geschick werden wir jetzt auf 9 hochkriegen. Aber ist auch okay. Dann kriegt man das Geschick wenigstens auf 9 hoch. Vielleicht treffen wir dann ein bisschen mehr. Ich glaube, das kostet dann mehr Energie. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Schnell was essen. Komm, Borscht. Essen wir heute wieder ein bisschen. Lecker Borscht. Oh Gott, viel zu viel gefressen. Bin voll erschöpft und so. Egal. Ach, shit. Wieder das Falsche angeklickt.
Komm schon, das hier machen. Komm, schaffst es. Klimmzüge! Hier, yeah, wir haben es bald auf 9. Dann kommt der Tag noch. Der Tag ist dann zu Ende, dann ist es wieder auf 8. Aber bald haben wir es auf 9. Außerdem müssen wir eh so lange trainieren, bis unsere Gesundheit wieder oben ist. Oder wir gehen schlafen. Aber wer will schon schlafen? Schlafen kann man, wenn ich tot bin. Das merke ich auch gerade an meinem Let's Play. Wisst ihr noch, ich habe ja am Anfang gesagt, an der Aufnahmesession habe ich gesagt, es ist 5 Uhr morgens, gerade nach dem Stream. Ja, mittlerweile haben wir 6.25 Uhr. Ich fürchte, dass diese Folge heute nicht mehr raus... Also diese eine Folge, die ich am Anfang aufgenommen habe, die kommt nicht mehr raus. Die schaffe ich nicht zu schneiden. Ist einfach zu spät. Aber ist okay. Interessiert ja kein Schwein. Wir wollen ja das hier irgendwie hochdrücken. Komm schon, auf 9 möchte ich das hochhaben. Auf 9! Dann können wir den Kampf vielleicht nochmal wagen. Oder wir machen das hier echt noch auf 10. Wenn wir jetzt echt die ganze Zeit dranbleiben, dann schaffen wir das. Wenn wir hier am Ball bleiben, dann schaffen wir das. Das ist unser Trainingskurs, den wir immer angehen jetzt. Einfach ringsherum immer. Die Säge lassen wir einfach aus. Schaffen wir eh nicht hochzukriegen. Jetzt sind wir schon auf 9 bei Geschick. Sehr schön, sehr schön.